Hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Tutorial. Ihr seht schon, wir sind wieder auf unserer Teststrecke. Heute werden wir uns hier mit dem 2-Block-Signal befassen. Um das zu erklären, baue ich hier erstmal ein paar Signale auf die Strecke. 3 bis 4 sollten zur Veranschaulichung reichen. Boah, meine deutsche Sprache. Wir haben immer noch unsere erste Linie, die damals noch aus dem ersten Tutorial ist. Wir werden dort unseren Zug losschicken. Wir werden jetzt beobachten, wie dieser Zug Block für Block bis zum oberen Bahnhof sich die Strecke reservieren wird. Für den Rückweg bauen wir hier vor diesem Bahnhof ein 2-Block-Signal. Unser Zug fährt hier nach oben, wird im oberen Bahnhof drehen, nach unten fahren. Das kennt ihr ja alle schon. Wir spulen das Ganze noch vor. Ja, ein bisschen zu viel. Immer noch zu viel. Immer noch zu viel. Jetzt kommt er runter. Wir beobachten, er wird jetzt bis zu diesem Signal die Strecke für sich reservieren. In Rot sehr schön zu sehen. Und ab diesem Signal wird er dann 2 Blöcke für sich reservieren. 1, 2. Das ist die Funktion des 2-Block-Signals. Ganz kurz und schmerzhaft erklärt, schmerzfrei. Das 2-Block-Signal ist einfach dafür da, um 2 Blöcke zu reservieren. Wofür das Ganze gedacht sein soll, ist ja, dass man unter Umständen vielleicht hier mal einen Zug irgendwie einen Vorrang geben möchte oder Züge aus einer bestimmten Richtung den Vorrang geben möchte, während man hier andere Züge anschließt. Machen wir mal ein Beispiel, hier oben reinkommen und dort ein anderes Signal haben. Dadurch haben die hier auf jeden Fall den Vorrang, weil der hier nur den ersten Block reservieren würde und dieser Zug würde in der Zeit aber schon den zweiten Block reservieren können für sich. Dadurch kann man den Durchgang, ja Durchgang nicht direkt, aber dadurch kann man so ein wenig beeinflussen, aus welcher Richtung die Züge Vorfahrt haben. Das war mein viertes Tutorial. Morgen werde ich noch das letzte Signal erklären. Das ist hier das Einwegsignal. Und ja, wenn ihr dann noch andere Signale habt, die ihr erklärt haben wollt, könnt ihr das gerne unter die Kommis schreiben. Dann werde ich das auch nochmal machen. Und dann geht es nach diesem Tutorial weiter mit den Tutorials zum Untergrundbau. Somit verabschiede ich mich und wir sehen uns dann morgen zum nächsten Tutorial.